Im Endeffekt haben die Trainer eine absolute Luxussituation. Auf der einen Seite natürlich ist es auch wieder total schwierig. Wen will man dann rauslassen? Ja, uns fällt auch keiner ein. Ich möchte auch nicht in der Haut der Trainer stecken. Na, stimmt schon, es ist wirklich schwierig. Ist sicherlich so eng wie kein Jahr vorher. Es wird auch für die Fünfte letztendlich nicht einfach, wer auch immer da sein wird, dann zugucken zu müssen bei gleich zwei Rennen. Ich möchte natürlich gern bei Olympia alle Wettkämpfe laufen. Und wir haben alle das gleiche Ziel. In so einer starken Mannschaft ist es so, dass man sich eigentlich nicht unbedingt einen schlechten Tag erlauben darf. Wenn ich dann einfach im Wettkampf bin, merke ich, dass ich so dermaßen viel Kraft habe und Energie. Ich bin gerade in einer guten Laufform. Schießstand ist alles möglich. Meine Laufform passt. Das ist einfach ein super schönes Gefühl, wenn man merkt, man hat unheimliche Kräfte. Also ich spekuliere jetzt sicherlich auf Sprintverfolgung, Einzel und Staffel. Wäre schon schön, wenn ich dann öfters mal unter den Vieren bin, die dann die Rennen in Vancouver bestreitet. Wenn man gut durchkommt mit einem guten Schießergebnis, könnte ich es auch auf Podium schaffen und vielleicht bekomme ich deswegen die Chance dafür. Das macht dann vielleicht auch so die Größe eines Athleten aus, dass er die Chance nutzt, die er bekommt. Dass man dann zum Beispiel daneben steht und man weiß, man ist zum Beispiel Fünfter im Gesamtweltcup und die anderen vier, die vor einem sind, sind halt eben Deutsche. Und dann läuft man als Fünfter im Gesamtweltcup nicht mit und dafür die 60. im Gesamtweltcup darf starten. Das ist natürlich nicht so schön. Ich weiß, ich bin die Sechste, aber ich bin unheimlich stolz, die Reservefrau der deutschen Biathletinnen sein zu dürfen. Ja, am besten alle sind glücklich.